Das hier ist eine Nespresso-Kaffeemaschine, wo wir die Sensorik dieser Maschine untersucht haben. Also wir haben nicht wirklich Hacking betrieben, sondern einfach nur die Sensoren, das Blinken der Taster untersucht. Und das wiederum gibt uns Informationen über den Status der Maschine. Und diese Informationen sammeln wir dann mit Hilfe von einem Raspberry Pi. Und wenn dann zum Beispiel die Maschine aufgeheizt ist, dann bekommen wir einen Anruf, wissen, jetzt ist die Maschine heiß. The coffee machine is hot. Und dann können wir den Prozess fortsetzen, können beispielsweise bei der Maschine jetzt diese Kapsel einlegen. Und wenn ich jetzt diese Maschine anrufe, dann kann ich hier entweder per Sprache oder Tonwahl den Kaffeeprozess starten. Und jetzt kommt mit ein bisschen Glück ein leckerer Kaffee raus. Und das Beste daran ist, dass diese ganzen Informationen dann auch in einer Big Data Lösung, in so einer Art Sensor Cloud in Anführungszeichen, gesammelt werden. Und darüber können wir dann Rückschlüsse auf den Kaffeeverbrauch ziehen. Wir könnten zum Beispiel einen Alert senden, wenn eine gewisse Kaffeesorte schon sehr oft benutzt wurde. Wir können diese Daten entsprechend auswerten und dem Anwender dadurch noch einen weiteren Mehrwert geben. Sonst, wer möchte einen Kaffee?